Unübersehbar sind wir in der kalten und dunklen Jahreszeit angekommen. Aber es dauert gar nicht mehr lange, dann werden in vielen Fenstern wieder Schwibbögen erstrahlen und die Lichter auf den Weihnachtsbäumen angezündet. Die schönste Zeit des Jahres, die Advents- und Weihnachtszeit, steht zum Greifen nahe vor der Türe. Was da in Zwickau alles geplant ist, sehen Sie im folgenden Beitrag. Bereits seit letzter Woche laufen die Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt auf dem Zwickauer Hauptmarkt. Der Baum wurde angeliefert und gestellt. Auch die Pyramide und verschiedene Hütten stehen mittlerweile an ihren angestammten Plätzen. Was die Zwickauer und Gäste der Stadt in diesem Jahr rund um die Weihnachtszeit so alles erwartet, darüber wurden dieser Tage die Medienvertreter informiert. In ihren einleitenden Worten brachte Zwickaus Oberbürgermeisterin ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass es auch in diesem Jahr wieder, dank vieler Mitstreiter, gelungen ist, die Weihnachtszeit für die Einwohner und Gäste der Stadt attraktiv zu gestalten. Seit vielen Jahren sorgt die Kultur Z mit dem Geschäftsbereich Marktwesen dafür, dass der Weihnachtsmarkt über die Stadtgrenzen hinaus zu einem Publikumsmagneten wird. Ja, wir freuen uns und ich vor allen Dingen als Touristiker und nicht bloß als Veranstalter freue mich über jedes weihnachtliche Angebot, weil das bringt nicht nur die Zwickauer in die Stadt, sondern auch viele Gäste nach Zwickau. Wie sieht es denn in diesem Jahr konkret aus? Die Umstände rein baulich sind ja wie im letzten Jahr. Ja, wir bespielen den Hauptmarkt und den Kornmarkt zusammen mit der Keplerstraße und das wird insgesamt von der Bebauung ähnlich aussehen wie im letzten Jahr. Auf wie viele Hütten dürfen sich denn die Gäste freuen? Ja, das geht immer noch ein bisschen hin und her. Im Moment rechnen wir so ungefähr mit 100 Hütten. Wir fangen dieses Jahr schon am Montag an. Ja, das ist neu. Dieses Jahr liegt es auch sehr günstig. Der Weihnachtsmarkt geht also bis zum 22. Dezember, das ist ein Sonntag. Und deswegen beginnen wir schon am Montag und kommen somit auf 28 Tage. Ansonsten alles bewährte wieder. Die Bühne steht wieder, der Baum wurde ja schon aufgebaut, also nichts Neues. Die Öffnungszeiten? Die Öffnungszeiten sind fast wie im letzten Jahr. Wir machen also täglich um 11 Uhr auf allen Plätzen. Und enden jeden Tag 20 Uhr, außer am Samstag, da geht es bis 21 Uhr. Ich habe schon gesehen, die Märchenhütten stehen ja dieses Mal am Schumann-Denkmal und da ist auch wieder diese Kreativwerkstatt für Kinder. Das ist natürlich auch schön, dann können die Erwachsenen mal in Ruhe ihren Glühwein trinken. Ja, das ist eine sehr beschauliche Ecke. Ne? Das ist auch so ein bisschen unser Kinder- und Familienparadies. Wir haben ja dort auch noch zwei Karussells. Es wird dort Stockbrot backen geben für die Kinder und die Kinderkreativstube. Wir haben ja noch einen kleinen Wettbewerb, wo die Kinder über die Märchen rätseln können. Und dann gibt es auch für alle was zu gewinnen. Also insgesamt dort eine ganz kuschelige Ecke, insbesondere für Familien. Du sagst immer vom Schumann-Denkmal bis zum Schumann-Haus, ne? Genau, das ist die Fläche, die klingt wie so technisch, wie wenn ich sage, der Hauptmarkt Ost und West spiegeln. Ja. Ja. Wir haben es heute in der Runde gehört, Partnerstadt ist ja Japnitz, da gibt es in diesem Jahr auch was Besonderes. Ja, da freuen wir uns sehr. Wir haben also dort mit unseren Partnern aus Japnitz 4 Wochen jetzt Workshops und den Schmuckverkauf, Glaswaren, Angebote für Kinder und das alles machen wir an der Hauptstraße 14. Das gehört zum Weihnachtsmarkt dazu und dort in dem ehemaligen Stadtcafé sind also die Japlonetzer 4 Wochen als unsere Gäste dort und wir würden auf unserer Webseite unter zwickauerweihnachtsmarkt.de dann auch das komplette Programm nochmal bringen. Einige Tage nach dem Start des großen Weihnachtsmarktes öffnet dann auch am 29. November um 14 Uhr wieder die Zwickauer Schlossweihnacht auf Schloss Osterstein ihre Tore. Über die Jahre hat sich das Event zur Familienweihnacht in der Muldestadt entwickelt. Auch in diesem Jahr wird es wieder jede Menge Altbewährtes, aber auch Neues geben. Ja, also es gibt natürlich sehr viel Altbewährtes. Ne? Die Zwickauer Schlossweihnacht hat wieder an allen 4 Adventswochenenden geöffnet, von Freitag bis Sonntag. Und ganz, ganz viele kostenfreie Angebote, gerade für unsere Jüngsten. Die Rodelbahn, Stockbrotbacken, beheiztes Märchenkino, Märchenlesungen, Turmführungen auch für die Erwachsenen. Wir haben ein ganz, ganz tolles buntes Bühnenprogramm, immer mit Live-Musik am Abend. Besonders freue ich mich auf den Nikolaustag mit Jasmin Graf, großes Konzert im Schloss Innenhof. Eine Woche später mit Dan Lukas.
auch erstmals auf der Schlossweihnacht. Man kennt ihn noch als Gewinner von The Voice of Germany Senior und er mit seiner rockigen, poppigen, ja, ich sag's mal, Weihnachtsmannstimme wird er, denke ich, für das kulturelle Highlight sorgen im Schloss. Ihr habt auch wieder für die verschiedenen Angebote ungefähr, du hast gesagt, 40 Händlern gesucht. Ja, über 40 Händler sind Mitarbeiter bei der Schlossweihnacht mit da dabei. Ein ganz interessantes Angebot auch, nicht nur Essen und Getränke, sondern auch von den Krottendorfer Räucherkerzen, von der Diakonie Westsachsen. Wir haben auch Keramik mit dabei, Seifenmanufaktur, Kerzenziehen. Auch gerade in der Hofstube, in der Silberkammer, haben wir ganz, ganz viele regionale Händler mit da dabei, die ihre regionalen Erzeugprodukte präsentieren. Und diese Vielfalt macht es halt natürlich sehr, sehr interessant auf der Schlossweihnacht, dass für jedermann was dabei ist. Die Schlossweihnacht gilt als familienfreundlich, auch für eine lange Verweildauer. Die Tippis sind wieder dabei und natürlich auch meine Freunde, die Alpakas. Ja, natürlich euch zuliebe haben wir die Alpakas wieder aus Kreinischen eingeladen. Ja, also die Alpakas sind auch an allen Adventswochenenden wieder da, verkaufen natürlich auch gewisse Alpaka-Produkte, ob Wolle oder Alpaka-Spucke, aber auch Alpaka-Führungen oder ein Streichelgehege wird natürlich auch wieder da sein. Und ja, nicht nur für die Kinder ist die Schlossweihnacht auch für die Familien interessant, sondern auch für die Erwachsenen. Nicht nur durch das Bühnenprogramm, sondern auch durch diese vielen gemütlichen Stellen, die wir aufbauen, ob das Unterstellstände sind, die Tipi-Zelte sind, die Feuerstellen sind, und das macht es halt so rund auch, dass man kleine gesellige Runden eigentlich auf der Schlossweihnacht feiern kann. Und deswegen freue ich mich schon jetzt auf die Adventszeit und hoffe natürlich auf gutes Wetter und auf viele Besucher für unsere schöne Stadt Zwickau. Einen maßgeblichen Beitrag, dass es sich in Zwickau zu Weihnachten heimelig und traditionell anfühlt, leistet auch das Kulturamt der Stadt. Wie von Grit Weise zu erfahren war, findet am 14. Dezember wieder die Bergparade statt, welche wie bereits im letzten Jahr wieder auf dem Platz der Völkerfreundschaft startet. Außerdem findet auch traditionell wieder die Weihnachtsausstellung in den Priesterhäusern statt. In diesem Jahr steht die unter dem Titel Räuchermännchen, Pyramide und Co. Los geht's dort am 30. November. Die Jüngsten dürfen sich außerdem auf die Weihnachtsmannfahrt freuen. Knecht Ruprecht besucht dann am 30. November wieder die Kinder in den Zwickauer Stadtteilen. In der mit vielen Informationen bestückten Presserunde kam dann auch noch Stadtmanagerin Anne Kuhl zu Wort. Sie verkündete, dass es auch in diesem Jahr wieder die beliebte Nikolausstiefel-Aktion der Einzelhändler geben wird. Freuen dürfen sich alle Zwickauer und Gäste der Stadt auch auf zwei verkaufsoffene Sonntage in der Vorweihnachtszeit. Diese finden am 8. und am 22. Dezember in der Zeit von 13 bis 18 Uhr statt. Eine freudige Nachricht gab es dann auch noch für alle Planitzer. Aufgrund der Baumaßnahmen auf dem Markt wird es in diesem Jahr kein Pyramidenandrehen geben. Als Ersatz dafür hat man die Planitzer Schlossweihnacht am 1. Dezember im Hof des Clara-Wieck-Gymnasiums ins Leben gerufen. Der kleine gemütliche Weihnachtsmarkt beginnt um 14 Uhr. All diejenigen, die gar nicht genug von weihnachtlicher Beleuchtung bekommen können, dürfen sich freuen, denn die Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen von Zwickau wird erst im nächsten Jahr zu Marie-Licht-Mess ausgeschaltet. Dann freuen wir uns auf eine besinnliche und friedliche Weihnachtszeit in Zwickau.